Kann das wohl? Weißt du was? Ich mache jetzt hier zu. Und der hier kommt auch nochmal weg. Ja, also guck mal, sieht man von unten gar nicht. Also ist oh, oh, oh. Ist ja Wumpe. Ist egal. So, jetzt ist die Frage. Ich wollte jetzt da einen Kamin, glaube ich, hinmachen, ne? Weißt du was? Das machen wir einfach mal. Das ist was anderes. Und ja. Na, ist was anderes als sonst und deswegen. Ja, genau das. Genau das wollte ich tun. Danke, Spiel. Spiel. Ach, guck mal an. Guck mal, wie weit der fliegt. Wieso? Hallo? Hat der das bei den anderen auch gemacht? Sag mal. Boah, das geht aber nicht. Müsste der das nicht da auch gemacht haben? Ich meine, es sind doch hier alles diese Zimmermannsblöcke. Ich muss mal eben kurz das Mikrofon anders positionieren. So. Okay, hier muss ich dann... Ach nee, guck mal, hier muss ich nicht Shift drücken, weil das ist ja hier ein normaler Block. So, da würde ich sagen, machen wir mal bis hierhin zu, weil ich muss bestimmt noch ein paar Mal gehen. Jetzt ist nämlich die Frage, ein Kamin. Man könnte sagen, damit es einheitlich bleibt, nehmen wir dieses Holz, aber wir reden von einem Kamin, das ist ja, macht ja keinen Sinn. Guck mal, was haben wir da? Hier, was haben wir da? Ja, das wächst alles ganz schön, das freut mich. Jetzt ist die Frage, du kommst doch weg. Wir haben ja, weißt du was, wir haben ja nicht ohne Grund Le Schissel. Wir haben nicht ohne Grund Le Schissel. So, wir machen jetzt mal, okay. Licht. So, was haben wir denn noch? Weil ich würde gern Bruchstein nehmen, weil optisch und so. Oh. Ein Kamin würde sich da sehr gut machen, aber ich glaube, das ist... Für dieses Haus hier zu modern. Ich meine, es ist ein altes, verfranztes Bauernholz, wo überall schon die ganze Suppe hier runterhängt. Ich glaube, dass das... Nee, ich glaube, das ist zu modern. Das geht nicht. Ja. Ich probiere mal weiter aus. Warte. Das ist mehr so Eis. Das ist mehr so... Das könnte man auch noch nehmen. Das könnte man auch nehmen. Oh Gottes Willen, ja. Ich muss leider ausprobieren. Nee. Okay. Cobblestone. Ach, guck mal. Cool. Warum hat er denn da jetzt daraus Dazit gemacht? So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Das hier sieht halt aus wie Ziegel. Das hier. Ich glaube, ich nehme das hier. Das passt auch hier gut zu. Weil das ist zu dunkel und das ist zu hell. Gut, dann nehmen wir das. Das finde ich gut. Dann muss ich jetzt nur eben kurz nochmal sagen. Wenn ich jetzt Cobblestone... Ah, okay, das geht. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Das freut mir. Ist halt nur die Frage. Wie heißt das denn? Bruchstein mit Creeper-Tafel. Bitte was? Okay. Ah, okay, durch das Texturenpack, was ich aber durch die Mods installiert habe, sieht das anders aus. Ich verstehe. Okay, das heißt, Bruchstein mit, wie heißt es denn? Migmatit, Dazit, oh Gott. Mit Creeper-Tafel, da. Das heißt jetzt so, ist es aber nicht. Okay, ja, ist ja egal. Weißt du was, scheiß auf den Namen, das ist ja Wumpe. Bruchstein mit Creeper-Tafel ist, okay. Ja, gut, das ist Kobbel hier, ja gut, das ist ja... Das ist ja gehopst wie gesprungen. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Kamin denn auch wirklich durch das ganze Haus ziehen? Und dann machen wir uns unten irgendwo... Alter, ich dachte gerade, da rennt gerade irgendwer rum. Mensch, Grunzel, lass das sein. Ich meine, gehen könnten wir doch hier? Also ein Kamin sollte... Ich weiß nicht, ein schnuckeliger Kamin sollte... Er sollte halt einmal drumrum mit einem Block in der Mitte frei. So eine Art Hohlraum sein. Außer ich baue mit... warte. Hier, Carpenter. Carpenter. Wo haben wir die denn? Haben wir die hier überhaupt? Ich glaube, wir haben alle verbraucht, ne? Alle, die wir hatten. Hier sind Erze. Die Truhen hören sich an wie... Okay, das irritiert mich ein bisschen. Das muss ich ändern. Ach, guck mal. Ja, hier. Das ist ja toll. Das ist ja super.
Ah nee, ich brauche die ja so, wie sie sind. Jetzt ist die Frage, warte mal. Zimmermann. Was können wir uns welche herstellen? Ja, dann let's go. Ich weiß nicht, ob das reicht. Boah, die Musik ist gerade irgendwie ein bisschen aufdringlich, ne? Falls sie zu laut ist, tut's mir leid. Ich werde es wahrscheinlich dann in der Nachbearbeitung etwas leiser drehen. Also wenn es wirklich viel zu laut ist, aber das wird sich dann zeigen. Okay, sollte hier oben eigentlich schon zentriert sein. Das heißt, hier müsste dann hier... Also das ist eigentlich egal, wenn ich jetzt sage, hier ist dieser Hohlraum. Und hier ist dann jetzt dieses Ding, damit das nicht zu groß wirkt. Jetzt brauche ich den Hammer. If I had a hammer. A hammer in the morning. Wo habe ich denn diesen Hammer? Ach, der müsste hier drin sein. Nee, der ist hier aber nicht. Eine Diamant-Pickaxe. Interessant. Nee, also hier ist er. Ist er hier? Bin ich blind? Da ist der. Ist er kaputt gegangen? Kann... Ah, nee, okay, ist er nicht. Ah ja, die Sense. Ja, stimmt. Die habe ich auch vermisst im Vanilla-Projekt beim letzten Mal. Habe ich ja davon gesprochen. Ne? Ja, ja. Ich will das jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ich habe das jetzt abgehakt. Ich muss jetzt nur gucken, wie sich das entwickelt. So, mal, wenn ich jetzt sage, la, 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 la. So, la, 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 la. La, 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 la. La, la. La, la, la. So. Ist die Frage. Ist das jetzt ein Kamin? Erkennt man da jetzt, dass das ein Kamin ist? Ich. Wäre jetzt meine nächste Frage. Erkennt man das? Ich weiß es nicht. Also die Form eines Kamins weiß ich nicht. Die Textur eines Termins, ja. Die Textur eines Termins, klar. Ist vorhanden, würde ich sagen. Wegen den Bricks hier. Das sind halt irgendwo Bricks, nur halt in Steinfarbe. Etwas dunkel, ne? Ach ne, hier wird es wieder heller. Okay, gut, das liegt am Shader. Okay, gut, das ist ja, kann das Spiel ja nichts für. Jetzt ist die Frage. Jetzt mal angenommen. Warte mal. Hier, ich reiß das wieder weg. Toll. Toll. Also dann, also das heißt, ich muss, oh Gott. Das heißt, ich muss bis hier hingehen. Ach, und dann schließt das hier nicht mal ab, weil, oh Gott, okay, dann muss ich mich jetzt entscheiden. Okay, gut. Wir entscheiden jetzt auf juniorshadow.de. Wo sind die denn? Umfrage und so. Wo sind denn jetzt die Carpenter? Ach, da. Da. Oh. Und da? Also jetzt ist die Frage, so? Oder? Wo habe ich denn jetzt noch mal Platz? Warte. Ich glaube, dafür muss ich einmal kurz vom Haus runter. Jetzt ist die Frage, genau. Ich mache das mal eben kurz hier vorne irgendwo. Habe ich hier irgendwo möglichst wenig Gras? Ich hoffe, ich mach's mal hier. Warte, jetzt mal angenommen, hier ist dieser Hohlraum. Hier ist dieser Hohlraum. Das geht jetzt zwei hoch. Den könnte man dann rein theoretisch wegreißen. Wir machen es jetzt gerade mal nicht. Nee, das habe ich mir anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, irgendwie habe ich mir das jetzt... Nee, es sah in meiner Fantasie besser aus. Oder man könnte... Warte, ich habe vergessen, wie ich das jetzt machen wollte. Warte. Ich wollte das hier irgendwie so abschließen mit diesen... So als Abrundung hier mit diesen Slopes. Ja, warte. Dann muss ich die... So machen. Und hier dann entweder mit Treppen oder mit ganzen Dingern. Beziehungsweise ich kann hier dann auch... Also ganz ehrlich, wenn ich dann hier mit ganzen Dingern arbeite, um Ressourcen zu sparen, dann kann ich es hier auch tun. Also jetzt mal ernsthaft. Oh, Hauptstream. Jetzt, pst, leise. Musik genießen. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt, wenn ich das jetzt hier... Ist, weiß ich nicht. Nee, das ist zu dick. Für einen Kamin ist das zu dick. Aber das heißt, die hier müssen dünner sein. Das heißt, die dürfen nur solche Halbwände sein. Und das wiederum bedeutet... Oh, aber dann kann ich das nicht abschließen. Weiß ich nicht. Also das hier kann ich sehr schlecht umsetzen.
Komme ich von hier aus direkt aufs Dach? Zufällig? Ich weiß nicht. Ich muss hier auch noch ein bisschen was machen. Das ist irgendwie so lustlos. Ich glaube, da werde ich nochmal... Die Vorderseite geht irgendwie. Aber das Haus hat keine Fenster. Hier ist kein Fenster, hier nichts. Hier vorne Küche, aber... Ich muss sagen, diese Küchennische hier, diese gefällt mir auch sehr gut. Da bin ich irgendwie stolz drauf. So, warte mal. Ich muss mal gucken. Ne, da gefällt mir das hier fast noch am besten. So, was ist, wenn ich jetzt sage? Zack, zack. Zack, zack. Ja, ich... Nee. Also, im ersten Augenblick ja, aber irgendwie dann doch nicht. Da gefällt mir das hier dann doch besser. Ja, aber ist das nicht zu schlicht? Also ist das nicht... Ich meine, gut, es ist, was heißt zu schlicht, zu langweilig? Ich meine, es ist ja immer noch Minecraft. Dass das nicht ganz so realistisch aussehen kann, ist logisch. Aber durch die ganzen Modifikationen haben wir ja unendlich viele Möglichkeiten. Und ich kann ja jetzt hier auch... Das schließt ja nicht ab. Und wenn ich das jetzt so mache, dann wirkt es noch übertrieben. Ja, das wirkt noch übertrieben, ne? Nee, das wirkt noch übertrieben. Das kann ich nicht bringen. Dann machen wir es so. Wisst ihr was? Dann machen wir das jetzt so. Das ist für mich in Ordnung. Ich komme damit klar. Mir muss es gefallen. Mein Let's Play. Mein Bauernhaus. Wenn es euch nicht passt, dann kackt ihr doch in den Schlüpfer. Oder du schreibst einen lieben Kommentar und sagst mir warum. Das geht natürlich auch. So. Warte. Ach so, jetzt ist das Problem. Jetzt ist natürlich... Oh, ja, das ist ja... Ui. Wenn ich jetzt... Normalerweise müsste ja jetzt hier... Sind das die hier? Creeper, genau. Ich demonstriere es kurz. Normalerweise müsste ja jetzt hier... So einer rein. Problem ist dann nur, dann haben wir ein Loch in der Decke. Ding ist, wenn wir das jetzt so machen... Dann sieht das ja hier von hier unten... Und vor allem können wir auch einen ganzen nehmen. Ach, toll. Ach ja, stimmt. Dann ist die Helligkeit ja jetzt wieder anders. Ach ja, guck mal. Ach, guck mal. Das sieht jetzt wieder... Ach, guck mal. Ich habe übrigens nicht herausgefunden, woran das liegt. Es lag weder am Shader, noch an den Texturen, noch an der Mod. Ich glaube doch, es liegt an der Mod selber, aber das Problem ist, die kann man nicht updaten. Wir sind auf der aktuellsten Version, was die Carpenter-Blöcke angeht, glaube ich. Guck mal, das ist jetzt hier viel dunkler. Ich verstehe das nicht, warum die Carpenter... Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, ich jetzt ist natürlich die Frage... Ach ne, weißt du was? Weißt du was, den Block sieht man doch überhaupt nicht. Ich bin dumm. Vergesst, was ich gesagt habe. Wenn ich jetzt alles richtig mache, dann bin ich dumm. Ich brauche nochmal die hier. Wo habe ich die denn? Bruchstein mit Creeper dafür, Cobblestone. Wo habe ich die denn? Da. Ba-ba-da-ba-ba. Die kommen mal weg. Guck mal, weil wenn ich jetzt nämlich... Folgendes. Da. Dann ist hier der Kamin. Und da kommen jetzt einfach wieder die hier dran. Das mache ich hier zu. Und dann sieht man da gar nicht, dass da eigentlich auf der Seite... Weißt du, verstehst du? Verstehst du? Ui. Jetzt habe ich ein Problem. Ah, nee, alles gut. Bruchstein. Guck mal. Ja gut, von innen. Das ist doof. Aber das Problem ist, sobald ich halt den... Ja, so schon mal nicht. Da. Sobald ich den da reinklatsche, ist halt hier doof. Und vor allem ist der dann halt auch heller. Weil wegen nicht Carpenter. Ich verstehe aber auch nicht, warum die heller sind. Also dunkler sind, die Carpenter-Blöcke. Also... Ich gebe zu, ich habe mir mal das ein oder andere Let's Play angeguckt mit dieser Mod oder mit diesem Mod-Pack. Und ich muss zugeben, das war nie so. Ich meine, gut, da muss ich aber auch zugeben, die haben nie mit Texturen gespielt, aber ganz ehrlich, wir haben es ja getestet. Es liegt nicht am Texturenpack. Liegt es nicht. Oder am Resource-Pack. Und am Shader? Ja, weiß ich, jetzt bin ich neugierig. Ich will jetzt wissen, ob es am Shader liegt. Ich muss mir nur merken, dass ich den hier vorher hatte. Dann mache ich den eben aus. Das dauert einen Moment, weil wegen viele Mods, viele Blocks, viele Items, die schattiert werden, blablub. Das dauert jetzt halt einen klitzekleinen Moment. Jetzt gucke ich mal, wir haben es jetzt... Wo habe ich denn jetzt was zu trinken? Habe ich auch. Guck mal, bin ich vorbereitet.
So. Da ist der Shader auch schon aus. Nee. Da tritt mir doch einer in den Hintern. Es liegt am Shader. Das heißt, der Shader... Ach, hä? Das habe ich nicht ausgetestet? Bin ich dumm? Ich bin offiziell dumm. Jetzt mal so eine Frage. Wie viel FPS? 180. Aber ohne Shader kannst du das hier auch gar nicht vergleichen. Ich meine... Aber die Nase kitzelt. Ah. Ich brauche mal eine neue. Das kannst du ja ohne Shader... Also... Naja, das ist ja... Also, es ist immer noch das Modpack. Erkennst du immer noch, aber... Es liegt am Shader. Ja, aber ich finde den Shader so geil, weil der klaut... Jawohl. Wir haben jetzt 185 FPS. Und ohne Shader... auch ohne Shader, dann habe ich... Mit Shader habe ich 70, 80. Jeder Shader klaut 100 FPS. Okay, weißt du was, wir spielen ohne. Für diese Aufnahme spielen wir ohne Shader. Bis ich einen gefunden, der nicht 100 FPS klaut. Boah, sorry. Und der, ja. Wie soll ich sagen? Der nicht, you know. Da, das mit diesen Carpenter macht. Ich meine, ja, ohne Shader wirkt es ein bisschen... ich weiß, I know. Aber die Sonne geht eigentlich immer noch klar, finde ich. Der Sonnenuntergang ist immer noch schön. Also so ist es jetzt nicht. Wir können ja gerne mal einen anderen Shader ausprobieren. Dann machen wir so ein bisschen Texturentest. Was haben wir denn noch? Den hier ist, glaube ich... Der ist eigentlich auch sehr schön. Was ist denn... Schokapik? Nee, das kenne ich aber nicht. Ich probiere mal diesen... Zeus oder Zeus Renewed. Renewed, also. Okay, erneuert heißt das, glaube ich. Weil. Renew bis hier ohne das ED heißt neu gemacht. Also nochmal neuer, als das andere schon neu war. Und obwohl das ED steht ja eigentlich nur fürs Verb. Egal. Ist egal. So. Ui. Ui. Ich habe das Gefühl... Ach Gott. Oh. Wie sieht's FPS-technisch aus? Uiuiui, 100. 70? Ja, gut, 60. Der baut gerade die Welt auf. Ja. Es wirkt alles etwas milchiger. Aber guck mal hier, diesen Effekt hier. Boah, geil. Okay, das Licht ist deutlich wärmer. Bleibt er denn bei den... Oh, nee, jetzt ist er unter 60. Das finde ich nicht so schön. Nee, dann müssen wir wieder wechseln, weil unter 60 ist doof. Ich meine, gut, 30, ich weiß, menschliches Auge, blablub. Aber nee, das ist vor allen Dingen... Der ist mir auch zu milchig. Das ist... Also, sorry. Wir probieren mal den hier. Oh, das ging jetzt aber schnell. Bei dem ist das aber auch so. Da, bestes Beispiel. Da. Oh. Toll. Oder man sollte hier mal in den Shader-Einstellungen die Shadows... Also einstellen, welche Blöcke jetzt schattiert werden dürfen und welche nicht. Oder so, oder... Keine Ahnung. Da kenne ich mich aber nicht mit aus. Da kenne ich mich absolut nicht mit aus. Ich würde eigentlich ganz gerne bei diesem Shader hier bleiben. Guck mal, 100 FPS. Ich weiß, mir ist es jetzt Wumpe. Ich will heute noch zu was kommen. Also nicht zum Orgasmus, aber halt, ne, und so. Ja, wir haben keine Carpenter mehr. Wir brauchen Holz. Jetzt ist die Frage... Ja, vor allem in der Essenskiste, vor allem in der Werkbank. Nee, wenn hier kein Holz mehr ist, dann ist... Ach, nö. Toll. Ist, ja, schön. Ja. Ist, wunderbar.
Basaltpflasterstein. Schön. Ich brauche das Lager. Diese Truhen hier müssen weg. Und das da muss da, das muss auch nach unten wandern. Das geht so nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, Holz, wie kriegen wir Holz? Ja, welches abbauen, schon klar. Ich gehe erstmal pennen. Ach, guck mal. Ich mag, dass es jetzt das Blocken wieder gibt. Ich habe das vermisst. Ich habe es vermisst, wenn ich ehrlich bin. Weil das gibt's ja in der 1.12 nicht. Da gibt's ja jetzt Schilder. Also Abwehrschilder. Guck mal, die Mumus sind auch schon wach. Apropos Mumus haben wir. Wie sieht's hier eigentlich aus mit... Ach ja, stimmt. Wir haben ja hier die Challenge nicht... Also die Challenge. Ach ja, Weizen heißt Hefe. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Zuckerrohr müsste ich eigentlich auch noch Bambus nennen. Es ist zwar kein Bambus, aber... Ja, Hefe. Ja, weißt du, in diesem Texturenpack sieht es halt wirklich aus wie Hefe. Deswegen, ne, es ist keine Hefe. Ich glaube, es gibt, warte mal. Weizen. Oh. Findet der gar nicht. Der kennt das jetzt tatsächlich nur unter Hefe. Cool. Obwohl ich nur das Language Pack geändert habe. Krass. Cool, dass der das übernimmt. Und nicht als Weed oder Weizen. Oh, das ist cool. Aber nee, es gibt tatsächlich kein Hefe. Okay, warte, vielleicht heißt es im Englischen. Wie heißt denn? Warte mal, Weed? Ja, genau. Weed? Guck mal, da, was gibt's denn? Sunflower Weed Rolls. Ah, Rolls. Da werde ich dann gebacken. So.